Servus, grüß euch zu einer Statistik laut. In unserem heutigen Video kochen wir uns ein leckeres Süppchen. Also bleibt dran. Jeder, der den Titel gelesen hat, weiß, dass wir uns heute nicht wirklich was kochen, sondern dass es um Holzschutz geht. Und zwar um biologischen und natürlichen Holzschutz, der obendrein sogar noch billig ist. Wie machen wir das? Lasst uns zuerst einmal klären, was überhaupt unsere Zutaten sind. Glücklicherweise brauchen wir nämlich nur zwei, um unseren Holzschutz herzustellen. Das ist einerseits Bienenwachs und andererseits fraktioniertes Kokosöl. Fraktioniert, ganz wichtig, erkläre ich auch später noch, aber verwendet keinenfalls normales Kokosöl zum Kochen. Werden sich einige von euch vielleicht fragen, was hat Bienenwachs und Kokosöl mit Holzschutz zu tun und wie kommt man auf die verrückte Idee, das zusammenzubrauen? Naja, wie viele von euch bin ich natürlich auch des Öfteren auf YouTube unterwegs, um irgendwelche Ideen und Anregungen für neue Videos und Projekte zu suchen. Und letztens bin ich über einen ziemlich coolen Kanal gestoßen namens The Kiwi Grower. Jetzt werden die Englisch-Kenntnisbegabten Hobby-Sherlock Holmes für euch richtig kombiniert haben, dass es sich dabei um einen neuseeländischen Gärtner handelt. Jemand hat der in einem seiner Videos hergezeigt, wie man einen natürlichen Holzschutz herstellt. Das möchte ich euch jetzt näher bringen. Das Rezept an sich ist relativ einfach. Wir brauchen einen Teil Bienenwachs zu vier Teilen Öl. Worum es geht, ist, so wenig wie möglich von der Stamme zu kaufen. So wenig wie möglich von Konzernen, von Großindustrie abhängig zu sein. Was man selber machen kann, sollte man auch selber machen. So wie mein letzten Video. Meine Löffel, die ich erweitert habe, um Holzzwicker, Spachteln, dieses nette Behältnis. Sicher, dass wir kaufen können. Kostet nicht, was kostet ein Holzlöffel? Apfel und nein, nichts. Aber warum soll ich das machen? Warum soll ich jemanden dafür zahlen, etwas zu tun, das ich auch selber tun kann? Und das gleiche ist auch hier beim Holzschutz. Warum einen kaufen, der durch weiß Gott wie viele chemische Prozesse durchgegangen ist, der Wasser in verbraucht hat ohne Ende, Chemikalien, Energie, wenn man einfach daheim machen kann. Und alles, was man braucht, ist Wachs, Öl und einen Topf mit Wasser. Jetzt werden natürlich dann die zwei Sachen, also das Wachs, das Öl, unten in der Videobeschreibung verlinken, dass eh jeder sehen wird, ja, das Bienenwachs made in China. Zumindest glaube ich, die Verpackung ist made in China, weil meines Wissens sind Bienen in China ausgestorben. Was ziemlich scheiße ist. Es hätte natürlich auch mich informieren können, Research betreiben, ob ich irgendwo bei mir in der Gegend einen Imker finde, der mir Bienenwachs gibt. Und ich hätte es auch sicher gefunden. Ich hätte auch sicher jemanden gefunden, der das hat. Und wenn ihr das nachmachen wollt, würde ich euch auch raten, informiert euch vor, gibt es Imkereien in eurer Nähe, können euch die ein bisschen Bienenwachs verkaufen, dann erspart euch das. Seid nicht so wie ich jetzt abhängig von Jeffs bösen Online-Shop. Aber das Ganze ist ein Experiment, ich habe das noch nie gemacht. Da dachte ich mir einfach, ich gehe einen einfachen Weg, den Weg der dunklen Seite. Aber falls funktioniert und es sich als guter Holzschutz herausstellt, dann werde ich in Zukunft auf gekaufte, fertige Produkte verzichten. Ich werde auch schauen, dass ich mein Bienenwachs irgendwo aus der Umgebung herbekomme. Kokosöl wird ein bisschen in unserem Breitengarten schwer zu bekommen sein. Aber ich habe versucht, zumindest eines zu kaufen, das biologisch ist, nachhaltig produziert. Einfach um den Umweltabdruck klein zu halten. Nun, jetzt haben wir schon unsere zwei Zutaten. Das Wachs und das Öl. Wie bringen wir sie jetzt zusammen? Zuallererst brauchen wir mal einen Topf mit Wasser.
Und unser Behältnis mit dem Wachs. Stellen wir da rein. Warum? Naja, wer schon mal einen Schokoladenkuchen gebacken hat, der weiß, Konfitüre schmilzt man niemals direkt über der Hitze, sondern immer im Wasserbad oder über Wasserdampf. In diesem Fall verwenden wir das Wasserbad. Wir lassen jetzt das Wasser heiß werden, warten bis das Wachs geschmolzen ist, danach leeren wir unser Öl dazu, rühren alles schön um. Dafür nehme ich mir aber Metalllöffel, keinen meiner Holzlöffel. Ich habe keinen Bock, dass das Wachs auf meinen Löffeln klebt. Das fragen sich natürlich alle, wenn das natürlich ist und biologisch, warum soll ich damit keinen Holzlöffel einstreichen, also meinen Kochlöffel? Naja, wenn ihr jetzt mit denen in eurer Suppe oder in einen Eintopf oder wenn ihr eine Eierspeise macht, irgendwo, wo Hitze dabei ist und man dummer wird, habt ihr wirklich Bock drauf, dass sich was davon ablöst und eure Gemüsesuppe dann nach Wachs und Kokosöl schmeckt? Also ich habe keinen Bock drauf. Darum, wie es letzte Mal gesagt, auskochen, löffeln und fertig. Übrigens, wer genau aufgepasst hat in dem Video und den Text unten gelesen hat, habe ich einen Hinweis über einen anderen biologischen und nachhaltigen Holzschutz hinterlassen. Und zwar, wenn ihr jetzt eure geschnitzten Löffel oder irgendein Stückchen Holz, Hartholz, in einem Wasserbad auskocht, dann werdet ihr merken, dass nach der Zeit das Wasser immer trüber wird. In meinem Fall hat es eine richtig dunkelbräunliche Färbung bekommen. Ich nenne das die Holzsuppe. Das sind diese ganzen Öle, ätherischen Öle, die sich aus dem Holz rauslösen und in das Wasser übergehen. Das kann man, wenn man das Holz rausgenommen hat, die Hitze dieser Suppe, ich nenne sie jetzt so, zurückdrehen und das Ganze reduzieren zu wie eine Art Fond. Wenn man das dann abkühlen lässt, kann man damit Holz einstreichen. Als Schutz. Auch ein guter Tipp. Eine Sache noch, falls sich jemand fragt, warum fraktioniert das Kokosöl und nicht normales Kokosöl? Das hat damit zu tun, dass fraktioniertes Kokosöl destilliertes Kokosöl ist, bei dem die langkettigen Fettsäuren entfernt wurden. Was hat das jetzt genau zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, weil diese langkettigen Fettsäuren auf die Dauer schlecht werden können. Sprich, als Untergrund für Fungizide, Pestizide dienen. Ist meine Vermutung jetzt. Auf jeden Fall, wenn ihr es nachmachen wollt, kauft euch fraktioniertes Kokosöl und anders als ein gewisser Dummdödel, der sich zuerst normales Kokosöl gekauft hat. Gut, das Bienenwachs ist vollständig geschmolzen. Fehlt nur noch das Kokosöl. Vermengen, dass die Hitze jetzt noch ein bisschen aufdreht. Dass sich das Öl und das Wachs gut vermischen können. Danach stelle ich es raus, drehe den Ofen ab, lasse alles auskühlen und das war's. Gut, das Ganze ist jetzt trocken, schön fest. Schaut ein bisschen aus wie Entenschmalz. Und um zu zeigen, dass es jetzt funktioniert, verwende ich gleich meine Löffelaufbewahrung. Ein bisschen fetzen, wische das ein bisschen ein, warte 15 Minuten, entferne den Überschuss und fertig. Eines sollte man auch vielleicht vorab wissen, wenn man mit Holzschutz arbeitet, der auf Wachsbasis ist.
erhält man immer an seidenmatten Glanz der Holzoberfläche. Wenn man das jetzt nicht will, dann ja, sollte man eher zu einem anderen Produkt greifen. Ich finde es ganz schön. Das Ganze gibt den, es gibt den ganzen so einen edlen Look, finde ich. Das kann man dann noch am Ende, ich habe jetzt leider keine da, aber wer vielleicht was zu Hause hat, ein Holz, also eine Bürste fürs Holz, Schuhputzen. Könnte man jetzt noch nehmen und das Ganze dann schön aufpolieren. Wie gesagt, wer sowas daheim hat, wer das möchte, wer sagt, ja, ich hätte gern diesen Effekt. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es ausschaut, ich habe sowas nicht. Ich glaube, bei meinen Eltern drüben müsste sowas sein. Gut. Ich stelle das da auf den Deckel. Jetzt schwimmen wir mal ein bisschen rein. Und ja, das kann sich gut ziehen lassen. Jetzt warten wir noch 10-15 Minuten, das Ganze ein bisschen einziehen kann. Dann nehmen wir einen trockenen Lappen, Fetzen, nehmen den ganzen Exzess, also den Überschuss, ab und das war's. Okay, ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Falls sich noch wer fragt, was diese hellen Flecken da jetzt sind, das ist ein Holzleim, den ich nicht korrekt, also nicht wirklich gut weggeschliffen habe. Deswegen sieht man das jetzt, hat nichts mit unserem Holzschutz zu tun. Aber ja, gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Jo, wie ihr sehen konntet, das Ganze alles andere als schwer. Bisschen Wachs, bisschen Öl, Topf mit Wasser, Behältnis. Das war auch schon die ganze Zauberei. Ich denke, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen im Vergleich zu vorher. Maserung ist hammermäßig hervorkommen. Diesen leicht seidig matten Glanz. Zum Abschluss, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, euch anregen, das selbst einmal zum Versuchen. Auch ein bisschen zum Schauen, was kann man selber machen, wenn man es kann, dass man sich dann auch traut, dazu, das zu probieren, ein bisschen weniger von der Stange zu kaufen. Und dann werden wir gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bis euch.